Guten Morgen! Gestern waren wir ja unterwegs im Grunewald. Und haben den ganzen Tag waren wir eine Fahrradtour gemacht, über den ganzen Tag. Sind hingefahren von hier aus und dann da ein bisschen rumgefahren, im Gelände gekreist und dann wieder zurück. Ja, das hat total Spaß gemacht. Das war richtig toll. Das war natürlich die Fahrt dahin, war recht anstrengend für Anouk. Aber da hat sie ihr dann auch Spaß gemacht. Sie ist das erste Mal gestürzt. Aber sie ist wieder aufgestanden und wollte es nochmal probieren dann am Ende tatsächlich. Also das ist wirklich super. Man kann nichts lernen, ohne Fehler zu machen oder ohne zu fallen oder so bei sowas. Ne? Also das muss man, die Schule muss man gehen, da muss man durch. Hat also ihren ersten Fahrradunfall gehabt, weil sie die Hinterradbremse mit der Vorderradbremse verwechselt hat. Und dann ging es einfach bergab. Einmal über Lenker. Aber alle tüt, alle super. Sie hat sich nicht verletzt. Zwei Kratzer, ja, irgendwie, aber eben überhaupt nicht ernst. Das ist eine ganz einfache Strecke, haben wir gewählt. Und sie hat es wieder probiert und beim zweiten Mal hat sie es ja auch geschafft. Ist ja auch gefahren. Ja, das war sehr toll. Heute bin ich den ganzen Tag wahrscheinlich am Schneiden, weil ich habe ja durchlaufen lassen. Ich habe fast 10 Stunden Videomaterial. Das muss ich jetzt auswerten. Also sehen wir uns im Grunde genommen morgen erst wieder. Oder jetzt im Anschluss gleich mit dem nächsten Vlog für morgen. So. Heute Sonntag. Gucken wir mal, wo wir heute hinfahren. Kann ich dann den Schwimmpfeifen geben? Der ist sowieso zu kindisch für mich. Wer weiß. Wir fahren in die Wüste. Nein! Komm, Ruby. Du kannst ja nur ein Sandbad nehmen. Das ist so ekelhaft, ein Sandbad nehmen. Immerhin hat Leon gestern auch. Der Recker reckert nicht mehr. Der Recker hat sich ausgereckert. Wie sie vorhin auch gesagt hat, dass sie noch wach ist. Also die Kids. Wir Kids. Alles. Sie ist so müde. Hat sie in die Pampi gemacht? Nein. Ist das schon? Nein. Aber gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Nein. Okay, ich will die Beine dort nicht stören. Oh, okay. Die Beine, die dort stören. Das ist doch toll. Das ist doch super hier. Ich bin sofort nach vorne gerannt, weil ich das hier gesehen habe. Und es kommen immer kleinere Wellen. Aber ich muss nicht mehr mit meinen Schwimmflügeln kämpfen. Du hast mich umgekehrt. Mein Flügel, du bist im Bild, Anouk. Ja. Ich kann nicht. Mama wird schon ganz weiß im Kopf. Ich hab doch gesagt, ich. Oh. Mama, was? Gib ihm. Gib ihm Luft, gib ihm Luft. Mama gibt ihm erste Hilfe. Erste Hilfe. Ich glaube, das war's. Und Ente. Da merke ich gerade, wie hast du das gemacht? Ich bin aber auch nicht so verwendet. Es wird der Schnee. Ich wollte erst mal rein.
ist nicht frei, sagt sie. Weißt du, was ich früher dachte? Ich dachte, Fische entwickeln sich zu Muscheln, dachte ich. Los, werde zu Muscheln! Aber dabei war es nicht so Fisch. Und dann sagte ich so, los, werde zu Fisch! Zu einer Muschel. Okay, ich zieh meine Schuhe aus. Zu Hause jetzt! Aduki, bitte der Schaum! Dein Pipi-Schaum, ganz gelb. Ja, würdest du den Schwimmreifen haben? Ja, wie wolltest du ihn haben? Mama, meine Füße sind dreckig! Ja. Na, das war doch toll, oder? Ja, sehr. Lass mal so, ist okay. Also, das bei dir so lange dauert. Das ist eine echte Dame, wa? Wir warten hier schon eine ganze Weile hier auf Madame. Ist okay, lass sie doch so. Nimm die einfach so mit. Es muss perfekt aussehen. Es muss perfekt aussehen. Es muss perfekt aussehen. Ja. Genau an sie reitet schon mal auf dem Fisch nach Hause. Eine Sardine. Eine Sardine. Kann man in diesem Kuchen-Ding noch essen gehen? Ach, Luki, bitte. Ska, komm, gib her. Gib her. Das wird nicht. Komm. Hier, nimm das. Nimm das. Okay. Und runter vom Fisch. Runter vom Fisch. Ich bin von Amnesty International. Los, runter vom Fisch. Nee, wie heißen die? Greenpeace. Oh, bitte. Skadi, dann kannst du nicht mit nach Hause. Okay, du bleibst hier. Nein. Wir wollten nämlich hier essen gehen. Wir wollen zu Carbonara. Siehst du? Fast den so Kinn auf die Schlau. Hab ich. An den Haaren. Papa, jetzt ist dich. Nein, reicht. Lass uns mal zum Auto gehen. Okay, da machst du fangst. Ich kann weg, ja? Willst du auch ein bisschen auf die Haare? Aber muss es dann in beiden Händen. Ich hab keinen Geruch in der Welt. Oh, mein Gott, das ist einfach zu viel. Oh, nee. Was ist denn da für Lärm? Das war nur ein. Ja. Das hat nicht. Nicht dagegen treten, gegen das Auto. Hört auf, das bitte. Macht's nicht kaputt. Ja, ja. Ich schlafe die ganze Zeit. Nein! Gib mir! Nein! Gib mir kein Delfin, du gibst mir kein Cap! Jetzt behalte ich das Cap. Nein! Das war Popo! Ja, ich hab's ja alles auf Band, sag mal, sozusagen. Das nimmst du auch auf die ganze Zeit? Ja, es ist 10 Stunden, nimmt das halt hintereinander weg. Auf hinterher schneide ich es zusammen. Was Interessantes behalte ich. Mami! Salat? Mami! Zeig mir mal. Nein, sag den richtigen Namen! Mami! Lumen, nein, sag jetzt den Namen richtig! Sag den Namen richtig. Banania. Bitte.
Ja, wie ist das Leben? Es regnet so. Die Sterne schüttern ein Ungeheuer. Ganz in Ordnung. Alles klar, bis dann, ciao, ciao. So, die Kinder benehmen sich wie die letzten weiß ich was. Und Anouk ist genauso schlimm. Wenn ich zu ihr sage, Anouk, kannst du bitte jetzt aufhören und ruhig sein, weil sie so rumschreit, sagt sie zu mir, sei du doch ruhig. Was? Ja, so frech ist sie zu mir. Macht sie nicht, oder? Doch, deswegen sage ich es dir, weil ich sauer bin. Ich werf Gemüse auf dich. Oh, ich hab sie auf Band sogar. Will ich nachher reinschneiden in die Vlogs. Nein. Doch. Nein. Doch, doch. So was nennt man Wolkenbruch. Guck mal jetzt, pass auf. Pass auf. Ich nehme jetzt kein Telefon oder so mit. Alles zu gut. Da. Hallo. Na? Hi. Wer hat mich mehr gesehen? Wir werden immer mehr. Wir müssen nicht mehr überlegen. Ihr müsst nicht mehr überlegen. Wir wollen Carbonara. Ich weiß nicht. Du guckst. Ich gucke auch noch. Habt ihr vielleicht eine Kinderspiele? Ich habe da eine. Alle Mädchen? Alles Mädchen. Du bist ein Junge. Ich bin ein Junge, ja. Ich bin sofort. Eine Humor von. Ich habe mein eigenes Gebäude. Ja, jemand von euch. Mann, Moment! Jetzt lass es mal, das ist eine Lücke. Eine kleine Lücke. Keine einzige Ninja-Olive darf rein. Ninja-Olive? Mann, jetzt hör auf. Ninja-Olive, Ich schon im Mund. Nee? Okay. Kommt wieder raus. Danke. Ich noch nicht. Wie schmeckt's? Uni. Mama! 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 Schmeckt gut? Mama, hier waren wir schon. Ja, die waren schon oft. Aber die waren früher auch schon hier. Und wir sind nicht auf der Welt. Waren. Wieso nicht? Ah! Tiki. Hast du einen Spaniel? Nein. Hast du, ist doch gut. Wir haben alle ja blau. Gut, Chinesen. Aber vielen Dank, Gesundheit. Bis zum Sonntag. Gleichfalls. Tschüss, Kinder. Tschüss. Tschüss. Na? Ja, wohl. So, Mädels, komm mal. Zitrone! Ah. Guck mal, Dadi hat es hier so aufgerissen und ich habe einfach so rausgezogen. Guck mal. Nein, ich guck mal. Einfach Lea. 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 Mama, Lea. Ich habe einfach so, Mama. Ich mache einen Fahrradladen hier drin. Ja, jetzt werden wir gucken, ob wir die Fahrt überleben müssen, oder? In freudiger Erwartung. Yay. Okay. Gleich Fenster auf. Gleich wieder. Oh, wer hat hier rumgeknickt? Ich nicht. Wir nicht. Ich bin gerade nicht angekommen. Weißt du, wie es einfach ist?
du malst auf der Seite, ich auf die. Aber ich bin hier bei. Ja? Das ist ganz gut gewesen. Wir waren alleine da. Erstmal haben wir noch einen Kunden getroffen aus dem Fahrradladen. Ja. Natürlich, die sind überall. Meine Kunden sind überall, egal wo ich hinfahre. Genau. Da kann ich 20 Kilometer im Umkreis sind überall meine Kunden verstreut. Die finden mich, sie riechen mich. Ja, jetzt machen wir erstmal hier, jetzt werde ich noch ein bisschen schneiden für heute und das war's. So einfach sieht's aus. Die essen haben wir königlich. Entschuldigung. Und jetzt wird entspannt. Und geschnitten und. Skadi kann jetzt einen Film gucken. Ja. Skadi kann einen Film gucken und das war's. Ich würde mal sagen. Ja, nix. Ich würde mal sagen. Nee, dann machen wir Anna und Elsa. Wir sehen uns morgen wieder. Bis gleich. Moin. 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 Nachrichten, Neuigkeiten? Was? Ja, haben Sie ihn. Moment. Die Schlachtzeile bitte. Es tut mir leid, Auto raus am Zoo, betrunkene Fahrer schrie. Betrunken? Es tut mir leid, ja. Hat er da alle Asylanten angefahren da und Obdachlose. Ja, besoffen. Von Mittag um 9:30 Uhr. Und ich habe meine Brille vergessen. Deine Brille vergessen? Mhm. Das heißt, ich kann heute nicht mal mehr einen beschissenen Bremszug einfädeln. Ja. Ach, Seehilfe bekommen? Ja, habe ich ja gerade auf. Ach so, heute war nicht. Hallo. Oh, da kommt Arbeit. Er ist ein, weil ich nicht so billig. Billig Schloss. Ja. Ach, boah, stimmt, der Schutzblechreiter ist noch drauf, somit ist das schon okay. Also ein Rad nach 5 Jahren zurückgekauft für 25, wollte sie haben, jetzt letztlich dann 30, habe ich gegeben, jetzt aber doch. Muss ja auch vom Watt leben. Die brauchen viel, viel. Lass einfach hochkant genauso liegen. Immer mal ein Tröpfchen drin. Leider bei diesen Billigschlössern, die sehen ja zwar dick aus, die kann man ja auch kaufen, die sind auch billig und alles, eben. Aber das Problem ist dabei, dass die Schließzylinder so billig sind, dass da eben gar nichts mehr passiert. Aber der Reiter ist noch drauf. Genau. Naja, im Grunde genommen. Schaltzug neu. Bremszug neu. Bremsschalter. Neu. Ja. Klimbim ab. Ja. Und in die Klimbim-Kiste. Da haben wir extra eine Kiste für die ganzen Halter. Schöne Lampe wieder hinten ran. Den hässlichen Reflektor hinten ab. Die Tasche ab. Ja, das ist ja eh kaputt. Das ist eh kaputt, genau. Das ist aber nicht die Originale. Vorne ein neuer Reifen drauf. Jetzt die Lauflinie. Die Lampe Tropf, hat ihre Tropf, Tage. Tropf. Ja, die ist inkontinent. Da eine alte Lampe drauf. Hinten eine alte Lampe drauf. Kette entrosten, Kette fetten, Kette spannen. Hinten der Reifen ist ja relativ neu gewesen. Ja. Vorne der muss definitiv gemacht werden. Ja, da kommt so ein Conti-Ruck so ein einfacher. Ja, das ist der Bauplan für das gute Stück. Und gut Stahlwolle schwingen über die Felgen. Mhm. Also erstmal Felgen raus, sowieso. Ja. Narbe einmal ringucken, sowieso. Deswegen, es ist nicht einfach so hier. Ist doch nur. Ist ja sowieso nicht mein Freund. Habe ich ja schon gesagt. Ist doch nur, geht mir jetzt schon auf die Ketten. Gepäckträger ab. Mach den mal ab. Dazu. Ja. Der bleibt dran hier, also die Schrauben halt wieder drin, wieder festziehen, aber Gepäckträger nehmen wir runter. Der ist schon zu rottig.
Fehlen auch die Gummieinlagen, die hier drin waren, immer, die fehlen dann schon. Da hat schon einer drauf gesessen, der ist verbogen, der ist verrostet. Ab und zur Reserve gepackt, wenn da einer ihn will. Das sieht auch ein bisschen schnittiger aus. So. Wenn einer ihn will, kann man ihn ranbauen wieder. Also so sieht es erstmal. Leider sieht es mit dem Gepäckträger ein bisschen schrottig aus. Ja. Also zuerst wird alles abgebaut, was ab muss. Und die ist noch da, das ist gut, aus Ladenburg. Da gibt es eine Automobilauktion in Ladenburg. Und dass die noch da ist, die Klingel, das ist wirklich ein Träumchen. Und die funktioniert noch. Ey, geil. Automobilia Ladenburg heißt das übrigens so, ja. Bisschen Fett drin, fertig aus. Geil, genial. Und ein bisschen polieren. Ja, es war mal ein schönes Rad. Kann man so sagen. Guten Morgen. Hi, Mami. Der Prophet kommt. Ja, bitte. Yes, please. With a chain. Tja, also man sollte nicht an alten Dingen festhalten, wenn es nicht funktioniert. Also erstens für einen Walzendynamo, der hier verbaut ist. Ja, hier, sowas hier, bräuchte man schon eine relativ gerade Lauffläche. Also das hier, das Gebuppel hier, ist dafür überhaupt nicht geeignet. Zweitens, wenn der Dynamo fest ist, so wie der hier, also der ist wirklich, der rollt zwar, aber der, das ist es nicht. Also der muss schon leicht laufen. Dann ist er halt hin. Und hin ist hin. Da kann man nichts machen. Das kann man schönreden, wie man will. Das funktioniert nicht. Der American Eagle funktioniert wohl mit dem französischen Dynamo nicht ganz so gut. Seitenläufer-Dynamo ist die einzige Alternative hier bei dem Ding. Beziehungsweise eben natürlich ein Nabendynamo vorne. Oh, wer jetzt kein Geld ausgeben will dafür, keine Chance. Oder eben richtig Geld ausgeben für einen neuen oder einen guten reanimierten Walzendynamo. Die guten kosten richtig Geld. Und eine neue Decke, definitiv, die ja fällig ist. So rissig wie das Ding hier ist, möchte ich das nicht eigentlich hier eingebaut lassen. Ja, reißt das auch schon. Also es ist natürlich normal, wie gesagt, haben wir hier überall, hier auch und so, trennt sich. Aber sobald es anfängt zu beulen, wird es halt gefährlich. Und ja, das ist es einfach mal nicht. Gut, dann rufe ich den mal an. Ja, der ist schon gut abgelaufen. Also meine Güte, ist ja keine Lauffläche mehr. Da. Richtig bäulig. Der ist hinfällig. Gut. Anruf. Wieso nicht für Walzendynamo? Das geht gar nicht. Ich sehe da bei dem Rad jetzt keine große Alternative, außer Batterielicht wäre das Sinnvollste. Alles andere ist mit viel Aufwand verbunden. Kind wird erwachsen. Nein, nicht an den Müll. Nein, nein, nein. Es sind viele leckere Sachen drin, oder? Aber nein, 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 nein. Uhr fast, ich bin fertig mit Schneiden. Zieh ich an. Ja, wo gehen wir denn hin? Zeig dir nicht, wir kaufen Protektoren. Was ist das denn? Ist das eine Schlammpackung? Nein, Schleimpackung. Schleimpackung, noch schlimmer. Die wachsen mal so, mal so, die Pflanzen. Das ist ja ein Ding, echt. Wie man sie dreht und wendet. Luki, komm. Wir sind endlich da. So wunderbar. Das hat echt eine Stunde gedauert, ey. Durch die Stadt zu eiern um die Uhrzeit. Ist echt was los. Echt nicht lustig. Nö, lustig. Da hinten ist Kleidung. Da hinten ist. Da sind auch Helme. Zu Frost. Ist cool oder was? Eine Stufe 200. Passt schon. Dann kann man die ja wieder weg. Ja, ja, wunderbar. Gut, dann. Alles wieder ausziehen. Alles wieder ausziehen. Ah,
Eine Stunde. 2 Stunden sind wir schon weg von zu Hause. Gleich jetzt geht's ab nach Hause wieder. Hallo! Heidi! Jawohl! Papa, gucke Heidi! Wahnsinn! So, wir haben eine Dreiviertelstunde im Stau gestanden. Auf der Rücktour. Cool, wa? Ja. 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 Hose auf. Ja. Das sieht man bei der Hose nicht. Ich finde, das sieht ja auch total bescheuert aus, wenn man so eingekackte Leggings anhat. Sehr schön, Anu. Steht dir ausgesprochen gut. Meine Hände, da passen nicht. Das ist wichtig. Ja. Aber ich bin losgepasst. Zeig meine Schwester an hier, wie stark du bist. Wie stark du geworden bist. Schauen wir uns das doch noch an. Was da zu machen ist. Was sind das hier? Tretlagermuttern? Ja, für deinen Oldtimer. Da fehlt doch einer. Bei dem einen hängt doch, liegt doch die Pedale am Lenker, Sattel. Mmh. Ja. Deswegen habe ich das da drin gepackt. Und wenn es die ist, die so ein bisschen angestochen ist, dann schweißt er die und macht da neue Kerben. Ja, der kann nicht. Genau. So. Wo ist er? Ach so, hast hier, du beiseite gepackt? Ja, ich musste zwischendurch mal einen Schlauch wechseln. Achso, ging am Lenker. Ja, dann habe ich das nicht aufgelegt. Dann habe ich schon wieder meine Handschuhe vorne liegen lassen. Ach Mann. Oh, hast du aber die Handschuhe rumgesaut. Du musst richtig aufpassen, dass sie hier nicht wegrutscht. Wie die 40 Junkie. Wie die 40 am Morgen. Ja, naja, gut. Kette ist tot gestanden. Die hat hier doch einen Treffer, obwohl ja. Könnte man natürlich probieren. Nee. Die ist tot. Da muss eine neue Kette drauf. Das Ding muss ab. Bauen wir mal ganz schnell Draht auf. Das ist gut. 100% den Ständer gebraucht, um andere Räder zu knacken. Ja. Das ist nämlich dieser typische, wenn dir das nicht mal aufgefallen ist, dass das ab ist. Dann lese ich ja auch nicht. Hammer. Alte Lampe. Neue alte Lampe ran. Jetzt muss das Blech hier ab. Die Kette ist nicht verschlissen, ey. Die ist echt nur tot. Tot gestanden. So ein Trauerspiel. Schade ums Material. Ah, du hast es ja nicht mitgekriegt. Carsten war jetzt dann da. Nee, hab ich nicht mitgekriegt. Du warst ja nicht hier. Und? Was war da?
Willig nicht mit mir, hat er sich nicht unterhalten. Er hat doch nicht den Versuch unternommen. Mit Dennis hat er sich unterhalten, er hat probiert zu schlichten, weil ich weiß immer noch nicht, worum es geht, warum er sauer auf mich ist. Thorsten meinst du? Ach, Thorsten, ja. Ja, da war ich doch da. Ach, da warst du da? Da war ich da und hab da auch mit ihm geredet. Da war ich da. Ja. Ja, ja, ich hab gesagt, was los? Der hat da noch gemeint zu ihm, recht durch meine Hände. Da bist du doch noch hochgekommen. Ja. Oh, mein Gott. Hört sich gut, Schuss. Und da. Meint er doch. Ne. Na, und heute Morgen war so ein dober Kommentar auf YouTube. Mhm. Und da habe ich zu ihm geschrieben, ich sage, Thorsten, du musst das auch erst alles lernen. Weil er so tat, als würde er alles wissen. Und ja, na klar. Weil du diesen Fehler da mit der Kette gemacht hast, du falsch gesagt, Dennis. Ne? Ja. Du, aber das kann passieren. Das war jetzt nicht dramatisch. Also, aber er leider hat das gesehen, hat das kommentiert. Und da habe ich ihn zur Raison gerufen. Ich meine, Thorsten, du musstest auch erst alles lernen. Das kann alles passieren. Ist ja alt Kind. So was. Tretlage muss man mal nachstellen. Und am liebsten hier Loch rein bohren und nachfetten. Also so eine Bohr. Na, wie schon. Ein dicker Bohr. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die jetzt hin ist. Die ist runtergefallen und unter den Tisch gerollt. Das habe ich gesehen. Jo, haben wir. Das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch. Da brauchen wir jetzt noch Hinterrad. Ständer. Eventuell Sattel mache ich jetzt. Da habe ich mir Angst um Banner. Den stecke ich jetzt erstmal auf hier. Zack. Ah, Mann, ey, mal diese Werbung, ey, könnt ihr euch auch sparen. Ey. Yeah. 1, 2. 1, 2. Oder genauer gesagt, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ist mir alles einerlei. Da kriegt doch gerade ein Grinsen in die Sicht. Na, bitte auch Feierabend, wa? Das Röhrchen ist er noch. Aber dreht, das geht. Hast du das verbaut? Die wusste ich nie ganz, aber das scheint ja so ein 13er. Vorsicht, Blech. Länger als die heutigen. Ja. Schauen wir doch mal. Das ist das Letzte, was da gemacht werden müsste. So, wir haben es halt 10 und die Fahrräder sind immer noch draußen. Könnt ihr die mal in die Hand drücken? Ja. Moin Felix! Moin! Die Schaltung ist zwar ein bisschen ungewohnt an der Position, aber sie funktioniert. Ja, aber geht, wa? Ja. Na Felix? Ja, halt frisch, was denn los? Bei dir? Was war denn neulich? Ja, du warst nicht da. Wir waren noch verabredet. Ja, aber du warst ja nicht da. Von 10 bis 20 Uhr ungefähr habe ich vorne gesessen. Hast du nicht getingelt? Ich hab nicht getraut mich zu klingeln. Oh Mann, solltest klingeln. Du scheu oder sonst irgendwie. Tja. Jetzt zum Einklingeln.
Die sahen schon ein bisschen anders von der Farbe, die waren viel zu spät. Nee, das ist nicht. Oh, okay. Das ist nicht tun. Sieht man das denn? Die haben ja keinen Markennamen, gar nichts oder sowas, ne? Doch, zu viel. Wir haben, die guten haben alle. Den drücke ich dir mal in die Hand. Das ist der von dem Langschloss. Ah, okay. Der bei dir nicht so fit aus, wa? Tatsächlich. So, ich runterheben, machen wir einen Dreierkette. Ja, die brauchen wieder irgendwie kräftig nachzuholen. Keine Weile, ja, war der Sommer. Der geht bergab. Auch nicht gleich. Naja, so ist das. Könnt ihr mir ja gerne sponsoren, den Einkauf für meine Tochter. Und euch nehmen wir mit und gute Nacht, sage ich jetzt mal. Bis morgen. Ciao.